Zum Glück zurück. So heißt es in diesem ZDF-Fernsehfilm, bei dem die engagierte Lehrer Anne Sandmeier gerne wieder die Kontrolle über ihr Leben zurück hätte. Aber da ist der Sohn, der sich immer wieder beim Sport verletzt. Da ist die pubertierende Tochter, die gegen die Mutter rebelliert, gegen die uncoole Mutter. Da ist der Ehemann, der nicht mehr treu zu sein scheint. Und die eigenen Eltern, die drehen durch, weil sie den Eindruck haben, im Leben zu kurz gekommen zu sein. Ah, Anne Sandmeier, die sehnt sich wieder zurück nach dem scheinbar zerrinnenden Glück. Wie so viele. Da sehnt man sich doch und wir alle nach Glück, nach Freude zurück. Vielleicht sehnen die sich zurück zu anderen Zeiten. Vielleicht sehnt man sich nach Glück, weil der Urlaub, den man hatte, gar nicht so glücklich war. Da hatte man sich mehr erhofft. Man fühlt sich noch nicht so erholt. Und jetzt kommt alles andere wieder zurück. Und da steht wie so ein Berg vor einem. Man weiß noch nicht genau, was da auf einen zukommt, an der Arbeit oder jetzt wieder auch als Mutter oder vielleicht auch alleine, wie auch immer. Zurück zu alten Zeiten. Aber man spürt, das wird nicht so wie früher. Zurück zum wachsenden Wohlstand, aber auch da merkt man immer mehr, das ist es nicht. Das ist nicht das, was wirklich die Herz und Seele füllt. Erst recht, wenn man alles hat, spürt man das umso mehr, dass es das nicht sein kann. Und zurück zur Natur, da merken wir immer mehr, wie hilfsbedürftig auch die Natur auf einmal ist und da und dort sie zum Unglück beiträgt. Wohin denn zurück? Vielleicht besser, zu wem zurück? Als Jesus auf diese Erde kam, von Gott extra gesandt, da hat er dieses wahrgenommen, diese Sehnsucht nach Glück, nach Lebenszufriedenheit. Er hat es gesehen. Er hat gesehen, manche Versuche irgendwo sich glücklich zu machen, aber vieles, was daneben ging. Er hat das gesehen, das Unglück, Leiden, Konflikte, Streit. Aber dann erlebten die Menschen, wie er, Jesus, etwas brachte, was bevor ihm keiner so gebracht und gesagt hatte. Und die Leute kamen, sie strömten herbei, sie spürten, da ist einer, der das gibt, was wir wirklich brauchen. Lukas, der Historiker und Arzt, der berichtet davon in seinem Evangelium in der Bibel, da heißt es, eine große Anzahl seiner Jünger war versammelt und dazu noch eine riesige Menschenmenge. Die Leute waren aus dem ganzen Land gekommen, aus Jerusalem und aus den Hafenstädten Tyros und Sidon. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und was macht Jesus, der gerade vom Berg herunterkam und dort auf diesem freien Felde, auf diesem Platz, die vielen Menschen sieht mit ihren Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen? Er spricht als erstes über das wahre Glück. Das war damals quasi so, man könnte sagen, ein Open-Air-Gottesdienst. Er hält dort die berühmte Bergpredigt oder in Lukas heißt sie auch die Feldrede. Die Leute, die dort auf dem Feld auf ihn hörten. Er sieht seine Nachfolger, aber er sieht auch die vielen, vielen anderen, die aus Interesse gekommen waren, einfach mithörten. Er beginnt mit den Worten, glücklich seid ihr. Dann spricht er ganz existenzielle Dinge an. Eine andere biblische Übersetzung übersetzt dieses Wort, das Griechische auch, freuen dürfen sich alle. Das heißt, es geht auch um emotionale Dinge. Eine andere Übersetzung sagt wieder, glückselig sind die, glückselig seid ihr. Und wir spüren, das hat eine spirituelle, eine geistliche Dimension. Und dann folgen einige Aussagen, die unser ganzes menschliches Denken so richtig auf den Kopf stellen. Umwerfend, revolutionierend. Besser gesagt, es sind Zusagen, die uns wieder eigentlich auf die Beine stellen. Die uns verwurzeln im wahren Lebensglück. Die auf einmal wieder den Blick zum Himmel öffnen und den Himmel selber öffnen. Und die wieder eine Beziehung zum Schöpfer ermöglichen und die uns befähigen, im Alltag, auch in der kommenden Woche, wieder mutig, zuversichtlich ranzugehen. Glücklich
So sagte er, so fängt Jesus seine Rede an. Hören wir diese Worte Gottes für uns. Glücklich seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Der erste Gedanke hier, zum Glück bringt Jesus das Reich Gottes. Damals hatten die Menschen wahrlich genug vom römischen Reich, das sie unterdrückte. Und heute kriegen selbst Demokratien keine absolute soziale Gerechtigkeit hin. Und erst recht kann auch eine Demokratie nicht die innere Armut sättigen und überwinden. Aber da, wo Jesus kommt, wo er mit seinem Reich regiert, da wurden schon damals Kranke gesund. Da wurden Menschen, die an den Rand gedrängt waren, nicht mehr so beachtet waren, die wurden hineingenommen, integriert und vor allem geliebt. Da wurde Brot vermehrt, dass es für alle wirklich ausreichend und mehr war. Da wurden Naturgewalten von Jesus gebändigt. Und das Größte, durch Jesus finden Menschen zurück in eine echte Beziehung zu ihrem Schöpfer, zu Gott. Die trennende Schuld, Sünde, die vorher wie so eine Mauer war, wo man nicht rankam, plötzlich ist sie weg durch das Vergeben von Christus. Und da finden Menschen und wir in eine ganz neue Art und Weise zu leben hinein. Sie finden und wir finden tatsächlich zum Glück des Lebens. Und schon jetzt lädt er ein, alle die, ich möchte zwar so sagen, finanziell auch knapp dran sind oder vielleicht auch von Hartz IV leben müssen, die sich manches nicht leisten können wie durch die anderen. Er lädt ein, in dieser Verbindung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen, viel mehr zu finden. Einen viel größeren Reichtum, den aller Luxus überhaupt nicht bieten kann. Und in ihm erhalten wir eine Zufriedenheit, die mit wenig auskommt und die sogar von dem Wenigen gerne bereit ist, noch etwas abzugeben. Und durch Jesus Christus gehören wir zu einer liebevollen Gemeinschaft mit dazu, die unabhängig ist vom finanziellen Status, von der Hautfarbe, vom Geschlecht, die füreinander sorgt und einander beisteht, die darauf aus ist, den anderen glücklich zu machen und ihm weiterzuhelfen. Die christliche Gemeinde, das ist wie so ein Vorbote des Reiches Gottes. Da manifestiert sich schon sichtbar etwas von dieser Herrschaft, von dem Reich Gottes. Und deswegen glücklich sind auch alle, die hungrig sind nach der Nähe zu dem lebendigen Gott. Und durch Jesus schon etwas von diesem König Gott erfahren. Und da seine Geborgenheit schon erfahren. Unter diesem Hut sind, in diesem Mantel sich einhüllen können. Glücklich sind, die hungrig sind nach sinnerfülltem Leben. Die spüren, Jesus sättigt tatsächlich mein Leben. Er gibt das, er nährt, er stärkt mich, er sättigt mich ab. Und er macht mich dadurch auch fähig, widerstandsfähig zu sein in den Herausforderungen. Er macht mich fähig, anderen das zu geben und da zu sein für die Kinder, für die Familie, in der Gesellschaft oder als Lehrer. Auch in schwierigen Situationen, wo ich spüre, er gibt mir das und er begleitet mich. Selig sind, die hungrig sind nach dem vollendeten Reich der Herrschaft Gottes. Nach dem ewigen Reich, das beten wir ja alle im Vater unser. Dein ist das Reich und dann beten wir weiter nachher, dein Reich komme. Also das, was Jesus hier zusagt. Diejenigen sind glücklich, die mit Jesus dieses Reich Gottes erleben, selbst wenn sie sonst vieles vermissen müssten. Glücklich sind diejenigen, die jetzt schon dazugehören und die eine Hoffnung haben über den Tod hinaus, über das Leiden und Sterben. Die werden auch volle Heilung erfahren. Glücklich sind alle diejenigen, die auf eine perfekte, eine tatsächlich vollkommene Zukunft zugehen. Die können jetzt schon manches andere besser ertragen. Ein bisschen ging es mir so vor dem Urlaub, wo ich auch schon ziemlich K.O. war, aber ich wusste, okay, in 2, 3 Wochen, da ist dann Urlaub. Da kann man manches besser ertragen, wenn man weiß, es kommt noch eine ganz andere Zeit. Das Reich Gottes in der Vollendung. Aber diejenigen, die im Reicher werden und auch im Wohlstand ihr Glück wähnen, auch die spricht Jesus dann später in dieser Bergpredigt an. Er sagt, oh weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt den Trost damit schon erhalten.
Ja, die müssen sich vielleicht da oder dort von ihrem Bankkonto trösten lassen, wenn Unglück in ihr Leben einbricht. Und welchen Trost gibt schon ein schönes Haus, ein tolles Auto, wenn vielleicht die Beziehung zerbricht oder wenn das Kind stirbt? Jesus macht darauf aufmerksam und Jesus selbst hat gelebt und gezeigt, was wahres Glück ist. Und in diesem Open-Air-Gottesdienst von der damaligen Zeit und auch heute, da bietet er das an. Er spricht es denen zu, die ihm schon nachfolgen und er lädt diejenigen ein, die vielleicht so am Rande sind und er lädt sie ein und sagt, ja, erfahrt dieses Glück. Sagt es auch, das will ich und da kann ich teilhaben. Zum Glück bringt Jesus das Reich Gottes. Und dann sagt er etwas weiter zu diesem Glück. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ich habe so formuliert, zweiter Gedanke, zum Glück gibt es eine emotionale Wende. Jesus redet also auch über die traurigen Stunden, die das Leben oft mit sich bringt. Konflikte in der Familie, Überlastung in der Schulzeit, eigenes Versagen, wo man auf einmal seine Emotionen nicht und seinen Ärger nicht im Griff hat. Weinen vielleicht sogar über die verlorene Zuwendung Gottes. Früher, als Kind, spürte ich doch mal, dass da ein Gott ist. Ich habe so vieles verloren. Weinen über dieses verlorene Zuwendung Gottes. Jahrzehnte ohne diesen Anschluss der Kraft Gottes. Glücklich seid ihr, sagt Jesus, wenn ihr darüber tatsächlich traurig seid und weinen könnt. Denn ihr werdet mit Jesus diesen Heiland, diesen Retter, diesen Helfer erleben. Wenn ihr bei ihm Vergebung sucht, löst er das aus wie den Nebel durch die Sonne. Wenn ihr Hilfe sucht in Überlastung, ja, er wird euch beistehen. Und er gibt durch seinen Heiligen Geist auch den Emotionen das, was wir an Emotionen nicht haben, an Liebe, an Fürsorge für anderen, Empathie. Wer auf Jesus hört, der wird aufgerichtet und fröhlich. Wer zum Reich Gottes gehört, der hat tatsächlich wieder etwas zu lachen. Das gilt besonders für diejenigen, die leiden müssen, weil sie Christen sind. So sagt Jesus hier weiter, glücklich seid ihr, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört und damit meint er sich selber, weil ihr zum Messias gehört, weil ihr Christen seid. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Diesen Hass hat schon Jesus erlebt, deswegen wurde er ans Kreuz genagelt. Heute erleben es Millionen, auch jetzt auch gegenwärtig an diesem Sonntag, Millionen von Christen in verschiedenen Ländern, besonders in den islamistischen Staaten. Und trotzdem, sie leben ihren Glauben auch im Leiden, weil sie wissen, dieses von Gott getröstet werden, das ist etwas, was alles andere übersteigt, wo Gott selber Trost schenkt. Und dass Jesus Christus auch im Leiden eine so tiefe Gemeinschaft, so etwas befriedigend, so etwas für den Herz und Seele und Zukunft gibt, das ist so stark, wo sie sagen, das, davon will ich nicht lassen. Diese Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen halten sie fest, manchmal auch, wenn sie geschlagen werden im Martyrium. Wir wissen, verlacht werden, diskriminiert werden, das sind Dinge zeitlich limitiert. Aber nach Hause kommen, zum Vater, feiern, tanzen, Gott loben, die himmlische Liebe zu erfahren, das ist ewig, das ist wahres Glück. Zum Glück gibt es diese emotionale Wende. Und zum Glück, das wissen wir auch alle, zum Glück gibt es die Liebe. Das ist der dritte Gedanke, zum Glück gibt es die Liebe. Als Krönung, nein, nicht die Liebe, die wir probieren, versuchen, da sind wir so schnell am Ende. Auch nicht die Liebe, die wir vom anderen gerne hätten, vielleicht sogar von den Lehrern, natürlich für unsere Kinder. Aber auch da wird man manchmal enttäuscht. Nein, die Liebe, von der Jesus hier spricht, der Feldrede, das ist eine Liebe mit göttlichem Ursprung, mit göttlicher Vitalität und Kraft und mit göttlicher Qualität. Die Bibel hat ein eigenes Wort im Griechischen für dieses Wort der Liebe. Das ist die Agape-Liebe. Das ist eine ganz besondere, diese göttliche Qualität. Und wer in der Verbindung zu Jesus lebt, der empfängt
diese Liebe eben von oben in der Beziehung. Nicht als etwas, was er nur einbunkert und dann hat, sondern etwas, was aus dieser Beziehung immer wieder neu geschenkt wird. Er empfängt diese Liebe und Jesus sagt dazu, dass es so eine starke Liebe ist. Und jetzt kommt ein ganz starker Satz und doch kennen wir ihn alle. Wir kennen ihn, das ist ein bekannter Satz in unserer Gesellschaft und doch ist er so schwer zu leben, nur in der Verbindung zu Gott zu haben. Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Habe ich zu viel gesagt, wenn ich anfangs sagte, dass wir ein bisschen auf den Kopf gestellt werden, dass es uns durcheinander wirbelt oder vielleicht, dass es uns wieder verwurzelt? Das sind herausfordernde Sätze. Das ist eine Liebe, die über alles rausgeht, was sonst die Welt kennt. Jesus hat sie gelebt und betet am Kreuz für andere. Die Märtyrer unter Kaiser Diokletian haben das gelebt. Und das war so attraktiv, dass diese Liebe Gottes durch das ganze Römische Reich ging. Dass viele Nachfolger Jesu werden wollten. Zum Glück gibt dir Jesus diese Liebe. Für die Kollegin, die schlecht über dich spricht, trotzdem freundlich zu begegnen. Zum Nachbarn, der vielleicht Streit mit dir anfängt, weiß auch nicht warum, aber ihm in Weisheit und Klugheit die passenden Worte zu geben. Oder vielleicht ist da die patzige Antwort des Teenagers, der nach Hause kommt, so unzufrieden ist und das zu Hause rauslässt, nicht aus der Haut zu fahren, sondern einen Weg zu finden. Zum Glück gibt Jesus diese Liebe. Nicht eine Liebe, das erklärt er dann so nach dem Motto, naja, wenn ich gebe, dann kriege ich auch was. Sondern eine Liebe, die nicht darauf angewiesen ist, dass sie etwas zurückbekommt, weil die Liebe von oben her etwas nimmt. Das ist die wohltuende Liebe Jesu, die er uns jetzt schenkt für die neue Herbstzeit. Zum Glück gibt es die göttliche Liebe. Lebe sie und du wirst glücklich. Wie das so sein kann, darauf gehen wir auch in dem Alpha-Lebenskurs ein. Wer Interesse hat, der kann sich anmelden. Wir haben diese Flyer auf den Tischen liegen, sich etwas mitnehmen. So ein Alpha-Lebenskurs, Alpha ist der erste Buchstabe im Griechischen. Also das beginnt bei den Grundlagen des Glaubens, etwas kennenzulernen über Gott, über Christus, aber auch für unsere Lebensweise. Der sollte sich da anmelden oder wer noch eine neue Kleingruppe sucht. Ich lade herzlich ein. Im Oktober starten wir, aber sich jetzt anzumelden. Ja, zum Glück gibt es diese Liebe und Jesus unterstreicht das mit der berühmten goldenen Regel. Behandle andere so, so sagt er in der Bergpredigt, wie du von ihnen behandelt werden sollst, möchtest. Wenn du willst, dass die Kinder dir demnächst gut zuhören, wenn du als Mutter oder Vater was sagst, hör ihnen gut zu. Wenn du willst, dass andere dir spontan helfen, dann hilf ihnen spontan. Wenn du willst, dass der Partner deine Bedürfnisse wahrnimmt, dann nimm seine wahr. Das sagt Jesus. Behandle ihn so, wie du behandelt werden willst. Und dazu befähigt uns der Geist Gottes. Zurück zum Glück. Anne Sandmeier. Bei ihr hat es geklappt. Warum? Weil es das Drehbuch wollte. Und weil dann alles so wunderbar harmonisch endete. Aber im wahren Leben, jetzt kommende Woche, in den nächsten Wochen, da gelingt es, da wo wir uns beschenken lassen von dieser Liebe Gottes. Das gelingt, weil wir glauben an Christus. Da werden wir teilhaben jetzt schon am Reich Gottes. Da werden wir emotionale Wenden erleben, die uns selbst überraschen. Und da werden wir eine Liebe empfangen, die wir dann auch gerne weitergeben. Ich lade dazu ein. In dem nächsten Lied bewusst das mitzusingen. Ja, ich glaube an Gott, den Vater. Um damit das zu unterstreichen, zu sagen, ja, diese Liebe, dieses Reich Gottes, das möchte ich haben, da möchte ich teilnehmen. Und deswegen singe ich das jetzt innerlich mit, da und dort liegen auch die Liedblätter noch aus, zu sagen, ja, ich glaube an Gott, den Vater. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Vielleicht immer wieder, vielleicht aber auch zum ersten Mal zu sagen, heute will ich das glauben. Und heute will ich Teilhabe des Reiches Gottes sein und mich von diesem Jesus beschenken lassen, damit ich zu Gott wieder Vater sagen kann. Ja, ich glaube an Gott, den Vater.